Okay, welcome to today's lecture. I've prepared two slides which summarize some of the concepts and results of last lesson. The first concept is the limit superior of a sequence of events an. This is written this way, the lim sup, and this is defined, you see it, as the intersection, an infinite intersection over m from 1 to infinity. And then there is the union over k from n to infinity of the ak. And this is nothing but the set of all those omega in our sample space that belong to an for infinitely many n. And you can write this as the set of those omega for which a random variable takes the value infinity, and this n counts the number of events that occur. So it is a sum of the indicators. Then we defined a limit inferior of a sequence an. And in this definition, the order of intersection and union is reversed. So this is a union over n from 1 to infinity, and then there is the intersection k from n to infinity of the ak, and this is nothing but the set of omega which have the property that they belong to an for each but finitely many n. So only finitely many exceptional values. Then we have two lemmas. The first Borel-Cantelli lemma, we call it part A, says if the series over the probability of an converges, then the probability of the limit superior of the an is zero. And the second Borel-Cantelli lemma uses the independence of the an. So if these are independent events, then if the series diverges, then the probability of the limit superior of the an is 1. So for the first lemma, we didn't need independence. We then defined almost sure convergence of a sequence of random variables. See, xn converges almost surely as to x if and only if the probability is 1 that xn converges to x. In other words, with an exception of a null set, there is pointwise convergence of xn of omega to x of omega. So this is weakening of pointwise convergence. So we have, this was also the result, we have almost sure convergence if and only if for each positive epsilon, the probability that we see the supremum over all k, at least n, of the modulus of xa minus x greater than epsilon, this probability converges to zero as n tends to infinity. A sufficient condition is convergence of this series. You see, if the sum of the probabilities that the modulus of xn minus x is larger than epsilon converges, then we have, for each positive epsilon, this is important, then we have almost sure convergence. This easily follows from the first lemma of Borel-Cantelli. The second notion of convergence in probability, this is written by this P, xn converges to x in probability if and only if the probability that the modulus of xn minus x is larger than epsilon, the limit is zero for each positive epsilon. You see, this is stronger than almost sure convergence because there was the supremum. So we saw if we have almost sure convergence, then we have convergence in probability. In general, the converse doesn't hold. So we had a counterexample. We have convergence in probability if and only if, and now we relate this to almost sure convergence. Each subsequence, let's say xnk of the sequence xn,
contains a further subsequence xnk prime, say, such that this subsequence converges almost surely to x. So this is a very important, say, criterion for stochastic convergence, and we see that it will, let's say, give us very simple proofs for some results. Okay, das war so das Wesentliche der letzten Stunde. Und ich möchte jetzt noch ein bisschen mit der stochastischen Konvergenz weitermachen und noch einen weiteren Konvergenzbegriff besprechen. Zunächst mal sollte man erkennen, dass die Verallgemeinerung dieser beiden Konvergenzbegriffe auf Zufallsvektoren gar kein Problem ist. Das bedeutet, wenn wir jetzt eine Folge haben, x1, x2 von Zufallsvektoren, alle natürlich definiert auf dem gleichen Wahrscheinlichkeitsraum und noch ein Zufallsvektor x, die seien jetzt d-dimensional, diese Zufallsvektoren. Ich verwende gerne den Buchstaben d, weil er eben für Dimension steht. Alle auf dem gleichen Wahrscheinlichkeitsraum definiert, dann müssen wir natürlich den Betrag, der tritt auf bei der stochastischen Konvergenz, den müssen wir durch irgendwas ersetzen auf dem ROD. Und wir nehmen eine beliebige Norm auf dem ROD. Wir werden gleich sehen, warum die beliebig sein kann für die Konvergenzbegriffe. Sie wissen, so eine Norm ist eine Abbildung vom ROD in die reellen Zahlen. Wenn ich dort ein x einsetze, Norm von x ist immer größer gleich 0 und ist genau dann 0, wenn x gleich 0 ist. Dann gibt es diese Homogenität, Norm von Konstante Alpha mal x ist Alpha-Betrag mal Norm von x. Und dann gibt es noch die Dreiecksumgleichung Norm von x plus y kleiner gleich Norm von x plus Norm von y. Also das wäre eine beliebige Norm erstmal auf dem ROD. Und dann definiert man die fast sichere Konvergenz genauso wie bisher. Da sieht man gar keinen Unterschied, nämlich die Wahrscheinlichkeit für punktweise Konvergenz jetzt von Vektoren im ROD ist 1. Das ist Konvergenz von Vektoren im ROD im Sinne der Analysis. Xn von Omega ist ein Vektor im ROD und x von Omega auch. Und Sie wissen, das ist äquivalent zur koordinatenweise Konvergenz. Jede einzelne Komponente des Vektors. Das wäre die fast sichere Konvergenz. Und bei der stochastischen Konvergenz sehen Sie, jetzt habe ich die Betragsstriche xn minus x Betrag ersetzt durch die Norm. Aber ansonsten soll das natürlich auch gelten, das ist wichtig, für jedes positive Epsilon. Also die beiden Begriffe übertragen sich direkt. Warum die Norm jetzt beliebig ist oder beliebig sein kann, wenn ich eine andere Norm hätte, dass dann nichts anderes rauskäme für diesen Konvergenzbegriff, sieht man an Folgendem. Das sollte man mal gesehen haben. Vielleicht haben Sie es schon bewiesen, aber vielleicht werden Sie es dann später auch beweisen. Wenn ich eine andere Norm hätte, nennen wir die Norm Strich, dann ist die Äquivalenz zu dieser Norm in folgendem Sinn. Die sind äquivalent, die beiden Normen. Es gibt Konstanten, positive Konstanten a und b mit folgender Eigenschaft. Wenn Sie hier a mal die Norm von x nehmen, dann ist das immer, ganz egal wie das x ist, kleiner oder gleich die Norm von x Strich, die andere Norm, die Strichnorm von x. Das heißt, ich habe diese Abschätzung. Ich kann aber auch diese Norm wieder abschätzen durch eine andere Konstante b mal die Norm von x. Und das gilt eben für jedes x aus dem ROD. Und Sie sehen natürlich, dass Sie sofort, rechts haben Sie b mal Norm von x, teilen Sie durch b, sehen Sie sofort, ich kann die Norm von x abschätzen durch Konstante 1 durch b mal Norm von x Strich. Genauso, wenn Sie die andere Ungleichung teilen durch a nach links, dann können Sie die Norm von x wieder abschätzen durch 1 durch a mal Norm von x Strich. Und da oben diese Eigenschaft für jedes positive Epsilon gelten soll, sehen Sie mithilfe dieser Ungleichung, dass da nichts anderes bei rauskommt. Das ist also eine wichtige Einsicht. Ganz egal, welche Norm Sie nehmen. Bequem, also Folgerung erstmal, die konkrete Norm ist irrelevant bei dieser Definition aufgrund dieser Ungleichung. Sie können das immer in das Epsilon einbauen. Das ist hier wichtig. Und eine bequeme Wahl ist die Maximumnorm. Sie sehen also diese Norm und dann als Index unendlich dran, also Maximum der Beträge. Natürlich sind diese x1 bis xd nichts anderes als die Komponenten dieses Vektors x. Das wäre eine bequeme Norm dafür. Vor allen Dingen, die liefert dann direkt Zusammenhänge für die Komponenten. Wenn man sich jetzt ansieht, wenn ich die Komponenten einführe, Sie sehen, ich muss mich ein bisschen hier kaprizieren. Normalerweise würde ich die jetzt unten hinschreiben auch, aber das Entscheidende ist, Sie brauchen das auch für xn.
Und Sie sehen, ich habe jetzt die Komponenten nach oben geschrieben und damit es keine Exponenten sind, habe ich natürlich Klammern noch drum gesetzt. Das heißt, die Komponenten des Vektors x sind eben diese x oben 1 bis x oben d in Klammern und die Komponenten von xn sind eben die xn oben 1 in Klammern und so weiter bis xn oben d in Klammern. Und jetzt kann ich die Konvergenzen dort oben in Zusammenhang setzen mit den Konvergenzen für die einzelnen Komponenten. Nämlich, also das Gelten gilt, sehr einfache Aufgabe, eigentlich weniger als eine Übungsaufgabe, fast sichere Konvergenz von xn gegen x besteht dann und nur dann, wenn ich für jede feste Komponente, für jedes j von 1 bis d, fast sichere Konvergenz habe von xn oben j gegen x. Also was Sie kennen von der Analysis, punktweise Konvergenz, also Konvergenz von Vektoren im R auch D, ne, überträgt sich hier direkt, wobei wir natürlich immer auf Nullmengen Acht geben müssen. Auf diese Nullmengen braucht das nicht zu gelten. Wenn Sie zum Beispiel von rechts nach links kommen wollen, wenn Sie nur für jedes feste J fast sichere Konvergenz haben, haben Sie für jedes feste J eine Einsmenge. Die hängt von J ab, auf der Sie dann punktweise Konvergenz haben. Dann haben Sie endlich viele Einsmengen. Wenn Sie die alle schneiden, haben Sie immer noch eine Einsmenge und auf der haben Sie dann Konvergenz des Vektors. Und das war schon die eine Richtung. Für die stochastische Konvergenz gilt das Gleiche. Die stochastische Konvergenz xn gegen x genau dann, wenn ich stochastische Konvergenz in jeder einzelnen Komponente habe, für jedes j von 1 bis d. Das ist also relativ einfach. Ich sagte ja schon, man kann sich eigentlich sofort überlegen, ich brauche ja nur, wenn ich das als allgemeinere Zufallsobjekte überlege, die vielleicht Werte in irgendeinem anderen Raum annehmen, einem Funktionenraum zum Beispiel, ich brauche nur Nähe, ich brauche nur einen Konvergenzbegriff. Und die gibt es natürlich auch allgemeiner über den R hoch D hinaus. Und das wäre jetzt eine sehr simple Verallgemeinung. Okay. Das ist das Memo nochmal. Xn konvergiert stochastisch gegen x. Jetzt kommt nochmal dieses Teilfolgenkriterium. Genau dann, wenn zu jeder Teilfolge xnk von xn gibt es eine weitere Teilfolge xnk' mit der Eigenschaft, dass xnk' fast sicher gegen x konvergiert. Also wichtiges Kriterium. Wir können das jetzt anwenden für Rechenregeln. Rechenregeln für stochastische Konvergenz, und zwar jetzt von Vektoren. Ich habe jetzt Zufallsvektoren, die sehen x, x1, x2 und so weiter, alle auf einem Wahrscheinlichkeitsraum definiert. Und ich habe eine beliebige stetige Funktion. Auch hier ist natürlich die Frage, inwieweit kann ich das abschwächen, aber ich nehme mal eine stetige Funktion, die ist auf dem r hoch d definiert und geht in den r hoch s. Da kann s durchaus größer gleich 2 sein. Ein wichtiger Spezialfall ist vielleicht s gleich 1. Stetige Funktion. So, und wir haben eine Zahlenfolge an, die gegen a konvergiert. Und jetzt gelten zum Beispiel, wenn ich stochastische Konvergenz habe, xn gegen x, dann folgt auch h von xn konvergiert stochastisch gegen h von x. So, das bedeutet, stochastische Konvergenz überträgt sich mit Hilfe von stetigen Funktionen. Hier, das sieht ein bisschen anders aus, wenn ich stochastische Konvergenz habe in b, dann kann ich natürlich Zufallsvariablen skalar multiplizieren. Wenn ich hier natürlich ein festes a hätte, das wäre eine sehr simple stetige Funktion, aber ich kann auch an den stetigen Funktionen wackeln. Ich brauche also nur eine Folge an, die gegen a konvergiert und das überträgt sich auch. Sie können sich auch überlegen, wenn die x in Spaltenvektoren sind, dann kann ich ja auch von links mit einer Matrix ran multiplizieren. Vielleicht könnte ich auch hier eine Folge von Matrizen haben, groß an, die gegen a konvergiert. Das sind alles Dinge, die man sich jetzt hier überlegen kann. Es dreht sich um das Prinzip. Wir wollen das Kriterium oben anwenden. Sehen wir uns mal A an. So, wir müssen zeigen, H von xn konvergiert stochastisch gegen H von x. Und oben in dem Memo sehen wir, wir müssen mit Teilfolgen arbeiten. Oder wir können mit Teilfolgen arbeiten. Machen wir das mal. Wir verwenden also dieses Teilfolgenkriterium, das war eben 3,8, siehe Memo, was oben in der ersten Zeile steht. Das verwenden wir. Jetzt nehmen wir eine beliebige Teilfolge her. Sie sehen von h von xn, die nennen wir h von xnk. Okay. Jetzt kommt dieses Teilfolgenkriterium. Wir haben natürlich als Voraussetzung die stochastische Konvergenz. Die stecken wir rein.
Und das bedeutet, wir haben eine Teilfolge xnk' von dieser Teilfolge mit der Eigenschaft, dass diese Teilfolge fast sicher konvergiert. Wir nutzen also jetzt die stochastische Konvergenz aus, die wir dort oben haben. So, was bedeutet diese fast sichere Konvergenz von xnk' gegen x? Jetzt gehen wir nochmal rein. Das heißt, Konvergenz auf eine 1-Menge. Also es gibt eine Menge Omega 0 in unserer Sigma-Algebra. Diese Menge hat die Wahrscheinlichkeit 1. Und für jedes klein Omega in dieser Menge habe ich Konvergenz. Das bedeutet, Limes xnk' von Omega, für k gegen unendlich ist x von Omega, für jedes Omega aus dieser Menge Omega 0. So, irgendwann muss ich mal verwenden, dass unsere Abbildung h stetig ist. Bei stetigen Abbildungen wissen wir, wir haben hier Folgen im R hoch d, eine Folge xnk' von Omega konvergiert gegen x von Omega. Und wenn die Funktion h stetig ist, dann überträgt sich die Konvergenz. So, das bedeutet, wegen der Stetigkeit von h ist dann auch Limes für k gegen unendlich h von xnk' von Omega gleich h von x von Omega für jedes Omega aus Omega 0. Das heißt, wir haben aus der ursprünglichen Teilfolge h von xn eine weitere gefunden, die fast sicher konvergiert gegen h von x von Omega. Und damit haben wir aufgrund unseres Teilfolgenkriteriums die stochastische Konvergenz. Das heißt, Teil A ist damit gezeigt. Wir sehen also, wie schön das ist, dass wir uns wirklich über die fast sichere Konvergenz auf Konvergenz im Sinne der Analysis zurückziehen können. Und völlig analog beweist man B. Also bitte kleine eigene Überlegung. Und damit wäre das hier gezeigt. Also Rechenregeln für stochastische Konvergenz. Okay. Folgerung, jetzt ganz elementare Folgerung, jetzt wird es konkreter. X, xn, y, yn seien reelle Zufallsvariablen, also x1, x2, dann kannst du folgen und y auch, alle wieder auf dem gleichen Wahrscheinlichkeitsraum definiert. Und wir wissen, xn konvergiert stochastisch gegen x und yn konvergiert stochastisch gegen y. Und wir können jetzt sofort schließen, Teil A, zum Beispiel so eine Linearkombination A mal Xn plus B mal Yn konvergiert stochastisch gegen A mal X plus B mal Y. Überträgt sich auch auf endlich viele Summen. Oder, das gilt für jede Wahl von A, B aus R, oder Xn mal Yn, das Produkt, konvergiert stochastisch gegen X mal Y. Oder Xn-Betrag konvergiert stochastisch gegen X-Betrag. Das sind alles nur Spezialfälle von dem, was wir eben hatten. Dann sehen wir uns kurz den Beweis an von A. Aufgrund der stochastischen Konvergenz von xn gegen x und yn gegen y wissen wir, dass dann auch der bivariate Vektor xn, yn stochastisch konvergiert gegen xy. Das war das, komponentenweise Konvergenz ist äquivalent zur Konvergenz des Vektors. Ganz egal, ob ich stochastische Konvergenz habe oder ob ich fast sichere Konvergenz habe. Naja, und was man da oben macht, man schaltet natürlich auf den Vektor eine stetige Funktion. Die Funktion h geht jetzt vom R2 nach R. Sie ordnet zu dem Paar xy nichts anderes als h von xy und das ist ax plus by. Das ist eine stetige Funktion. Die geht vom R2 in den R1 und ich wende nur an, was ich eben hatte. Na, die ist stetig und die Behauptung folgt dann direkt aus dem, was wir eben hatten. Man sieht natürlich auch b, das Produkt ist auch eine stetige Funktion. Auch hier gehe ich über von x an yn zum Produkt, bilde den R2 auf den R1 ab. Ist auch eine stetige Abbildung. Das heißt, ich habe dann auch B und natürlich hier C ist besonders einfach, da habe ich eben wirklich nur eine Abbildung vom R1 in den R1. Also X geht über auf X-Betrag, ist eine stetige Funktion. Das heißt, genauso habe ich dann B und C. Also das wären Rechenregeln über stochastische Konvergenz, mit denen man dann auch später immer wieder arbeitet, über die man irgendwann nicht mehr nachdenkt. Okay? Jetzt kommt ein Memo, es kommt ein Funktionenraum, L oben P, den haben Sie in der Analysis 3 kennengelernt. Ich werde die gleiche Bezeichnung verwenden. L oben P, P ist eine positive reelle Zahl. Ausgeschrieben ist das L oben P von Omega A P. Früher war da eben, stand da ein μ in der Maßtheorie. Und was sind das für Funktionen? Das sind diejenigen, ich schreibe jetzt groß X und nicht klein f. In der Maßtheorie war das klein f. Von Omega nach R, mit der Eigenschaft, dass
Der Erwartungswert, wir sehen x Betrag hoch p, endlich ist, existiert. Für jedes, also hier p ist fest, positiv, ein endlicher Wert. In der Maastricht stand statt Erwartungswert Integral, f Betrag hoch p d μ, das ist bei uns einfach der Erwartungswert. Das sind also diejenigen Zufallsvariablen, deren p-tes absolutes Moment existiert. Wichtiger Spezialfall p gleich 1 zum Beispiel, der Erwartungswert existiert. Oder p gleich 2, die sind quadratisch integrierbar, das zweite Moment existiert. Also ein wichtiger Raum. Ich habe Reellwertigkeit angenommen. Man könnte natürlich auch zulassen, Werte plus und minus unendlich. Da muss man immer aufpassen bei Rechenregeln, wenn ich die addiere. Aber durch die Existenz des Erwartungswertes wissen wir, dass Werte plus und minus unendlich nur mit Wahrscheinlichkeit 0 angenommen werden können. Sonst kann der Erwartungswert gar nicht existieren. Wenn die reellwertig sind, jetzt ist das ein Vektorraum zum Beispiel. Okay. Konvergenz im p-ten Mittel. Sie sehen also dort dieses p. Ich brauche also für diesen Konvergenzbegriff den Erwartungswert. Wie ist das definiert? Nun, eine Folge xn von Zufallsvariablen, die liegen jetzt alle in lp, das x auch. Man sagt, xn konvergiert gegen x im p-ten Mittel und schreibt oben drüber das lp, natürlich n gegen unendlich, genau dann, wenn, jetzt sehen Sie, wenn für n gegen unendlich der Erwartungswert von xn minus x Betrag hoch p, der Erwartungswert hiervon im Limes 0 ist. Das heißt Konvergenz im p-ten Mittel. Das ist also ein sehr anderer Konvergenzbegriff als bisher. Bisher haben wir Momente überhaupt nicht gebraucht. Einmal ging es um punktweise Konvergenz, fast überall. Und einmal ging es um Konvergenz in Wahrscheinlichkeit, da musste nur eine Wahrscheinlichkeit gegen 0 gehen für Abweichungsmengen, xn minus x Betrag größer Epsilon. Das war schwächer noch gewesen. Jetzt haben wir Integrale, Erwartungswerte. Also man sagt in Worten, xn konvergiert im p-ten Mittel gegen x. Das ist die Sprechweise. Okay. Wenn p gleich 1 ist, beziehungsweise p gleich 2, sagt man auch kurz bei p gleich 1 Konvergenz im Mittel. Und für p gleich 2 sagt man Konvergenz im quadratischen Mittel. Also die Folge xn konvergiert im quadratischen Mittel gegen x. Das sind also hier Sprechweisen. Also Folgendes sollte man beachten. Im Gegensatz zur fast sicheren Konvergenz, die wir zuerst hatten, und auch zur stochastischen Konvergenz, müssen bei dieser Konvergenz im p-ten Mittel die p-ten absolute Momente existieren. Das ist also hier eine Grundvoraussetzung. Sonst kann ich das gar nicht machen. Okay. Gut. Sehen wir uns mal an, Beziehungen zwischen diesen Konvergenzbegriffen, die wir bis jetzt hatten. Nun, wir haben einmal die LP-Konvergenz jetzt neu und wir haben die stochastische Konvergenz und wir werden sehen, sehr einfach einsehen, aus der LP-Konvergenz folgt die stochastische Konvergenz. Und wir haben noch die fast sichere Konvergenz, sehen wir uns das mal an. Aus der LP-Konvergenz folgt im Allgemeinen nicht die fast sichere Konvergenz. Umgekehrt natürlich auch nicht, weil ich hier schon bei der LP-Konvergenz Momente brauche. Aber selbst wenn die existieren, folgt das nicht. Wir werden gleich ein Gegenbeispiel sehen. Aus der fast sicheren Konvergenz folgt im Allgemeinen nicht die LP-Konvergenz. Das ist also hier. Die sind also nicht vergleichbar. Die fast sichere Konvergenz ist stärker als die stochastische Konvergenz. Auch die LP-Konvergenz ist stärker als die stochastische. Aber zwischen LP und fast sicherer Konvergenz, die stehen sozusagen auf der gleichen Ebene. Da gibt es keine Implikationen dazwischen. Okay, nun das A, diese erste Aussage folgt aus einer sehr einfachen Ungleichung. Ich muss ja zeigen für die stochastische Konvergenz, dass diese Wahrscheinlichkeit, Epsilon ist positiv, beliebig, gegen Null konvergiert. Und ich muss die Wahrscheinlichkeiten abschätzen nach oben, irgendwie durch etwas, wo ich die LP-Konvergenz verwenden kann. Und wir haben da eine sehr schöne Ungleichung. Und die Ungleichung sieht hier so aus, ist die Markov-Ungleichung. Diese Wahrscheinlichkeit lässt sich nach oben abschätzen durch den Erwartungswert von xn minus x Betrag hoch p durch Epsilon hoch p. Denken Sie an den Spezialfall p gleich 2, da war das die Chebyshev-Ungleichung. Der Erwartungswert von xn
Entschuldigung, wenn natürlich das X im Spezialfall, wenn X der Erwartungswert wäre von Xn, dann ist es die Chebyshev-Ungleichung. Aber solche Ungleichungen mit P gleich 2 haben wir schon gehabt. So, das ist die Markov-Ungleichung. Und man sieht natürlich jetzt sofort aus der LP-Konvergenz, folgt oder nach Definition, der Zähler dort geht gegen 0 auf der rechten Seite, Epsilon ist fest, die rechte Seite konvergiert gegen 0 und damit auch die linke, denn Wahrscheinlichkeiten sind immer nicht negativ. Also ich habe sofort, dass aus der LP-Konvergenz die stochastische Konvergenz folgt. So, ein Beispiel, genauer sollte man sagen, Gegenbeispiel für B, das haben wir gehabt, das war 3,7. Also aus der LP-Konvergenz folgt im Allgemeinen nicht die fast sichere Konvergenz. Nur was war das? Wir haben da auch so ein Bild gehabt. Wir haben die Zufallsvariable xn als eine Indikatorfunktion angesetzt auf einer Menge an. Als Indikatorfunktion ist der Wert nur 1 oder 0. Und die Menge an war ein Intervall und das wurde immer kürzer. Die Länge ging gegen 0 für n gegen unendlich. So, das Intervall sah so aus. Wir sehen ein Intervall j durch 2 hoch k bis j plus 1 durch 2 hoch k. Intervalllänge ist also 1 durch 2 hoch k. Und das n ergab sich gerade als 2 hoch k plus j. J von 0 bis k minus 1, strikt kleiner k, also bis k minus 1. So war das gemacht. Die ersten Funktionen hatte ich Ihnen sogar gezeigt. Das x ist hier identisch 0, die Nullfunktion. Das ist hier das Beispiel. Auf jeden Fall wissen wir, hier liegt Beispiel für b. Beachte, wir rechnen mal aus, dass wir LP-Konvergenz haben. Und was ist der Erwartungswert von xn Betrag hoch p? Nun, xn ist der Indikator. Indikator ist immer nicht negativ. Betrag ist, kann ich weglassen. Das heißt, ich habe Indikator an hoch p. Indikator an nimmt nur 1 und 0 an. 1 hoch p ist 1 und 0 hoch p ist 0. Das heißt, ich kann das p völlig vergessen. Das ist nichts anderes als der Erwartungswert des Indikators von an. Und der Erwartungswert vom Indikator, wissen wir schon seit der Einführungsvorlesung, ist immer die Wahrscheinlichkeit von an. Wir haben das Intervall so gemacht, dass die Wahrscheinlichkeit gegen 0 konvergiert. So, das bedeutet, wir haben auf jeden Fall LP-Konvergenz von diesem xn gegen die Nullfunktion. X liegt vor. Aber wir haben keine fast sichere Konvergenz, denn diese ans, mal gesehen, zunächst war das ganze Intervall, dann hatten wir von 0 bis 1/2, 1/2 bis 1 und dann ging es vorne wieder los, von 0 bis 1/4 und so weiter. Die ziehen sich immer wieder durch, werden zwar klein, aber ich habe Konvergenz für kein einziges Omega im Einheitsintervall. Und deshalb erst recht keine fast sichere Konvergenz. Das war schon ein Beispiel dafür, aus stochastischer Konvergenz folgt keine fast sichere Konvergenz und wir sehen, die Folge konvergiert auch im p-Mittel gegen 0. Das heißt, wir haben hier ein sehr einfaches Gegenbeispiel. So, sehen wir uns mal C an, wir nehmen den gleichen Wahrscheinlichkeitsraum wie in 3,7 und modifizieren das jetzt ein kleines bisschen. Wir setzen jetzt sehen wir, haben eine Potenz dran. Xn ist jetzt n hoch 2 durch p mal dieser Indikator. Das heißt, wo der Indikator vorher 1 war, da habe ich jetzt, ich vergrößere. Wenn n gegen unendlich geht, geht das gegen unendlich. Aber ansonsten habe ich die gleichen, ich nehme nicht die gleichen Intervalle, ich nehme ein anderes Intervall, werden wir gleich sehen. Das Intervall setze ich an von 0 bis 1 durch n. Wir sehen also, diese Länge ist 1 durch n, die geht gegen 0. So, was habe ich erreicht? Ich setze wieder x gleich 0, das ist die Nullfunktion. So, ich habe fast sichere Konvergenz. Nämlich, Sie sehen, das Intervall, wo die Funktion xn überhaupt von x verschieden ist, ist nur auf dem Intervall von 0 bis an. Und ganz egal, welches x Sie haben, außer 0, sofern es noch positiv ist, haben Sie Konvergenz, punktweise Konvergenz. Sie haben fast sichere Konvergenz. Das ist also die erste Einsicht, die man haben sollte. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist mit LP gegen die Nullfunktion? Naja, ich muss jetzt ausrechnen, also was ist der Erwartungswert von xn-Betrag hoch p? Der darf jetzt nicht gegen 0 gehen. Und was ist das aber? Jetzt setzen wir ein. xn-Betrag, also das xn ist die Indikator, da sehen Sie n hoch 2 durch p. Das habe ich jetzt hoch p genommen, dann habe ich n Quadrat und den Indikator wieder hoch p ist der Indikator selbst. Da ändert sich nichts. Also habe ich das. Jetzt können wir die Konstante n Quadrat nach vorne ziehen. Und haben dann den Erwartungswert des Indikators, das ist die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses. Und Sie sehen, das ist das Intervall von 0 bis 1 durch n. Wir haben das Lebesgue-Maß zugrunde gelegt.
Das heißt, wir haben hier 1 durch n und n Quadrat mal 1 durch n, also Wahrscheinlichkeit ist 1 durch n ist n und das geht gegen unendlich. Das heißt, ich habe keine LP-Konvergenz. Das ist hier ein schönes Beispiel. Sie können also dann auch so einen Indikator, können Sie immer größer machen. Das ist das Entscheidende. Hier haben wir dann sogar fast sichere Konvergenz. Hier gehen die Intervalle nicht immer wieder durch, zyklisch, werden kleiner, sondern ich nehme einfach nur von 0 bis 1 durch n und lasse n gegen unendlich gehen. Ich hoffe, dass diese Beispiele instruktiv sind, dass man also wirklich die Botschaft behält. LP-Konvergenz und fast sichere Konvergenz sind in gewisser Weise unverträglich. Ich kann aus dem einen nicht auf das andere schließen. Da gibt es immer Gegenbeispiele. Aber sowohl die fast sichere als auch die LP-Konvergenz jeweils für sich implizieren die stochastische Konvergenz. Die ist untergeordnet. Wir werden später noch einen weiteren Konvergriff kennenlernen, der noch weiter untergeordnet ist. Und dann kommt auch nochmal ein Bild, wo man das dann schön sehen kann, wie die Konvergenzbegriffe zusammenhängen. Okay. Wir beginnen mit einem neuen Kapitel. Wir sehen Gesetze großer Zahlen. Wenn wir uns erinnern an die Einführungsvorlesung, da hatten wir schon ein Gesetz großer Zahlen gehabt und das möchte ich gleich erstmal in Erinnerung rufen. Zunächst mal will ich die Situation schildern. Wir haben hier reelle Zufallsvariablen, x, x1, x2, auf dem gleichen Wahrscheinlichkeitsraum. Und was wir hier machen, zunächst mal noch als Erinnerung, wir sagen, wir haben eine UIV-Folge. U steht für unabhängig, I steht für identisch und V steht für verteilt. Wenn Folgendes gilt, wenn eben diese Zufallsvariablen x1, x2 stochastisch unabhängig sind und identisch verteilt sind. Sie gehen da geht das x oben gar nicht ein, das tritt gleich mal als Grenzwert auf. Eine UIV-Folge. Also die Verteilung ist bestimmt dort eindeutig durch die Verteilung von x1, die muss ich festlegen, die kann beliebig sein, ansonsten habe ich nur stochastische Unabhängigkeit und identische Verteilung. So. Wir werden im Folgenden immer mit Sn, S steht für Summe, bezeichnen die Summe der ersten x von 1 bis n und setzen, das ist mal für n größer gleich 1, das sei die sogenannte n-te Partialsumme dieser Folge. Die Summenbildung ist eben wirklich eine ganz häufige Operation. Insbesondere werden wir gleich mitteln. Also Sn ist die Summe. So Gesetze großer Zahlen betreffen jetzt Folgendes. Betreffen die stochastische oder fast sichere Konvergenz. Das sind jetzt die beiden Konvergenzbegriffe. Und zwar des arithmetischen Mittels. Dafür schreibe ich gern xn quer. Jetzt muss man ein bisschen flexibel sein. Ich werde da auch mal wechseln. Xn quer ist nichts anderes als 1 durch n mal Summe xj. Zufällige arithmetische Mittel oder das ist natürlich dann gleichbedeutend mit Sn durch n. Sn ist die Summe. Und zwar kommt es jetzt darauf an, ob wir stochastische Konvergenz oder fast sichere haben. Wenn wir stochastische Konvergenz vorliegen haben, dann sprechen wir von einem schwachen Gesetz der großen Zahlen. Wenn wir dann den stärkeren Konvergenzbegriff haben, der fast sicheren Konvergenz, dann sprechen wir von einem starken Gesetz der großen Zahlen. Also das erstmal zur Sprechweise. Wir werden uns gerade in das Hauptergebnis in diesem Kapitel wird ein starkes Gesetz großer Zahlen sein. Was letztlich die Existenz des Erwartungswertes charakterisiert. Das folgende schwache Gesetz kennen wir schon aus der Einführungsvorlesung und zwar wie folgt. Nun, hier haben wir eine UIV-Folge. Das ist die Grundvoraussetzung, unabhängig identisch verteilt. Und wir setzen voraus, dass das zweite Moment existiert. Also e von x1 Quadrat ist ein endlicher Wert. Dann gilt das arithmetische Mittel, konvergiert stochastisch gegen e von x1. Ich muss sagen, Sn durch n. Stochastisch. Wir haben stochastische Konvergenz, schwaches Gesetz. So, wenn Sie sich an den Beweis erinnern, das war ein Einzeiler. Nämlich, da die alle unabhängig identisch verteilt sind und das zweite Moment existiert, existiert auch der Erwartungswert. Wir haben den damals μ genannt, abgekürzt, e von x1 haben wir μ gesetzt. Dann haben wir ausgerechnet, der Erwartungswert des arithmetischen Mittels ist das μ. Das arithmetische Mittel hat den gleichen Erwartungswert,
wie die einzelnen Zufallsvariablen. Und dann haben wir gesehen, naja, die Wahrscheinlichkeit, dass sich das arithmetische Mittel von μ, was der Erwartungswert ist, betragsmäßig um mehr als Epsilon unterscheidet. Jetzt kommt die Chebyshev-Ungleichung, kleiner gleich Varianz des arithmetischen Mittels durch Epsilon-Quadrat. Weil die Varianz des arithmetischen Mittels nach Rechenregeln über Varianzen der Vorfaktor 1 durch n geht quadratisch ein, also 1 durch n Quadrat. Und die Varianz der Summe, weil die unabhängig sind, ist Summe der Varianzen. Also n mal die Einzelvarianz, weil die alle identisch verteilt sind. Und n mal die Einzelvarianz durch n Quadrat ist die Einzelvarianz durch n und das geht gegen 0. Das bedeutet, wir haben sofort stochastische Konvergenz vom arithmetischen Mittel gegen den Erwartungswert aufgrund der Chebyshev-Ungleichung. Und das haben wir gehabt. So, und jetzt kommt wirklich was, was auf den ersten Augenblick aussieht, als könnte es das gar nicht geben. Nämlich eines der Hauptergebnisse der klassischen Wahrscheinlichkeitstheorie. Das starke Gesetz der großen Zahl. Was besagt es? Von Kolmogorov. Das besagt, naja, wenn ich eine UIV-Folge habe, ich setze jetzt überhaupt erstmal nichts voraus über Momente, zweites Moment oder erstes Moment, sondern ich zeige, dass zwei Aussagen äquivalent sind. Die erste Aussage ist die, es existiert eine Zufallsvariable x, von der ich zunächst mal überhaupt noch nichts weiß. Es existiert ein x mit der Eigenschaft, dass dieses arithmetische Mittel, ich schreibe jetzt Sn durch n, fast sicher gegen x konvergiert. Es gibt ein x, Konvergenz fast sicher gegen x. Die zweite Aussage, der Erwartungswert existiert. Schwächere Bedingung als zweites Moment existiert, was wir oben hatten, beim schwachen Gesetz. Schwächere Bedingung. Diese beiden Aussagen sind äquivalent. So, wenn aber eine der beiden Aussagen gilt, zum Beispiel B, der Erwartungswert existiert, dann folgt, ich kann die Zufallsvariable x sogar identifizieren. Sie ist mit Wahrscheinlichkeit 1 eine konstante, ausgeartete Verteilung. Die Konstante ist der Erwartungswert. Das bedeutet, ich kann sagen, das arithmetische Mittel konvergiert mit Wahrscheinlichkeit 1 gegen den Erwartungswert. Also insbesondere sieht man, wenn überhaupt nur der Erwartungswert existiert, dann konvergiert sogar das arithmetische Mittel mit Wahrscheinlichkeit 1 gegen den Erwartungswert. Eine viel stärkere Aussage als das schwache Gesetz. Da habe ich sogar noch mehr angenommen. Zweites Moment existiert. Das ist eine viel stringentere Forderung, als nur der Erwartungswert existiert. So, als ich das hier zum ersten Mal gesehen habe, und kannte den Beweis noch nicht, habe ich mich so ad hoc gefragt, was ist denn hier die schwierigere Beweisrichtung, von A nach B oder von B nach A? Intuitiv hatte ich gedacht, naja, wenn ich den Erwartungswert habe, dann kann ich vielleicht relativ leicht A beweisen, aber nur aus der Konvergenz von arithmetischem Mittel fast sicher gegen ein X, was ich gar nicht kenne, zu schließen auf die Existenz des Erwartungswertes, hatte ich damals gedacht, sei die schwierigere Richtung im Beweis. Aber denkst du, das ist die einfache. Das heißt, wir werden jetzt relativ schnell beweisen, aus A folgt B, also die Existenz des Erwartungswertes ist eine notwendige Bedingung. Dann werden wir gewisse Techniken entwickeln und dann etwas später in diesem Kapitel, nicht mehr in der heutigen Stunde, sondern nächste Woche, werden wir dann auch B, die Richtung von B nach A beweisen. Also sehen wir uns erstmal A nach B an. Beweis. A nach B. Wir nehmen also an, Sn ist die Summe, Sn durch n ist das arithmetische Mittel. Wir nehmen an, es konvergiert fast sicher gegen eine Zufallsvariable x, von der wir erstmal gar nichts wissen. Folgendes sollte man jetzt beachten. Betrachten Sie mal xn durch n. Wir werden jetzt eine Aussage treffen über xn durch n. Und xn durch n ist nichts anderes als Sn minus Sn minus 1 durch n, denn Sn ist die Summe der xj von 1 bis n. Und das n minus 1 ist die Summe der x von 1 bis n minus 1. Sie subtrahieren das, dann bleibt xn über. Xn durch n. Okay, jetzt ziehen wir das mal auseinander. Da oben. Wir haben erstmal sn durch n. Okay. Und jetzt ziehen wir ab sn minus 1 durch n. Aber das machen wir jetzt so mit einem kleinen Trick.
Ich betrachte erst den Quotienten n minus 1 durch n. Das 1 durch n habe ich schon erledigt und oben habe ich ein n minus 1 hingeschrieben. Das mache ich rückgängig, indem ich jetzt durch n minus 1 teile. Okay? So. Jetzt, da oben steht, Sn durch n konvergiert fast sicher gegen x. Das nutzen wir jetzt aus. Es gibt eine 1-Menge, nennen wir die Omega 0. Für jedes kleine Omega in Omega 0 konvergiert wirklich punktweise Sn von Omega dividiert durch n gegen x von Omega. So, auf der 1-Menge sehen Sie jetzt auf der rechten Seite, wir haben erstmal stehen Sn durch n. Das konvergiert auf dieser 1-Menge punktweise gegen x. Sn von Omega durch n geht gegen x von Omega. Was macht die rechte Seite? N minus 1 durch n geht gegen 1. Und Sn minus 1, das ist ja nur eine Indexverschiebung von Omega durch n minus 1, konvergiert auch gegen x von Omega. Also diese rechte Seite konvergiert für jedes Omega aus dieser 1-Menge gegen 0. Das heißt, xn durch n konvergiert mit Wahrscheinlichkeit 1 gegen 0. Okay? Wenn wir das eingesehen haben, dass das mit Wahrscheinlichkeit 1 gegen 0 konvergiert, betrachten wir mal das Ereignis an, dass xn dem Betrage nach größer gleich n ist. Das kann ich so schreiben, ich dividiere mal durch n, dann ist es das Ereignis, dass xn durch n dem Betrage nach größer gleich 1 ist. Und das mache ich für jedes n größer gleich 1. So, oben steht, dieser Quotient xn durch n konvergiert mit Wahrscheinlichkeit 1 gegen 0. So, das heißt, auf einer 1-Menge, dann für jedes kleine Omega habe ich im Sinne der reellen Zahlen xn von Omega dividiert durch n konvergiert gegen 0. Betrachten Sie mal das Ereignis an und fragen sich, wie oft das eintreten kann für so ein Omega. Steht jetzt xn von Omega durch n größer gleich 1, soll ja gegen 0 gehen, xn durch n. Also betragsmäßig größer gleich 1 zu sein, kann nur endlich oft eintreten. Denn für jedes positive Epsilon, insbesondere die Epsilon kleiner 1, muss ja konvergieren, xn von Omega dividiert durch n, muss gegen 0 gehen, also betragsmäßig größer Epsilon kann nur endlich oft passieren. Das heißt, wir erkennen, die Wahrscheinlichkeit, dass unendlich viele dieser ANs eintreten, ist 0. Unendlich viele eintreten heißt gerade Limes superior, der AN ist 0. Sonst kann das nicht passieren. Simple Überlegung. Gut. Nun P von AN, schauen Sie sich dort oben P von AN an, das brauchen wir auch gleich. Da haben Sie jetzt ein n bei dem x stehen und dann nochmal Betrag größer gleich n. Die Frage ist, was ist mit dem n bei dem x? Die Zufallsvariablen haben alle die gleiche Verteilung. Ob ich hier xn schreibe oder x1 schreibe oder x2 schreibe, die Wahrscheinlichkeit ist für festes n immer die gleiche. Das bedeutet, diese Wahrscheinlichkeit ist gleich der Wahrscheinlichkeit, dass x1 Betrag größer gleich n ist. Hier geht die identische Verteilung ein. Also wichtiger Gesichtspunkt. So, das war schon die Antwort auf die Frage, warum, mit der Sie sich vielleicht schon beschäftigt haben. Das war die Antwort. Jetzt kommt Teil B des Lemmas von Borel-Cantelli, nämlich die Ereignisse AN, die da stehen, sind stochastisch unabhängig, denn in dem Ereignis AN tritt nur XN auf. Das Ereignis AN ist nur durch XN gebildet und jetzt kommt die stochastische Unabhängigkeit ins Spiel. Also sind das unabhängige Ereignisse. Und was sagt das Lemma von Borel-Cantelli? Ja, ich schreibe es erstmal hin, liefert somit, wir werden gleich nochmal drüber nachdenken kurz. Die Summe n von 1 bis unendlich p von x1 Betrag größer gleich n muss konvergieren. So, hier ist jetzt die Frage nochmal, warum? Warum muss das konvergieren? Naja, also erstmal sollte man erkennen, statt x1 könnte ich dort auch xn schreiben. Da steht da Summe, weil die Wahrscheinlichkeit x1 Betrag größer gleich n gleich der gleichen ist mit xn Betrag größer gleich n, weil x1 und xn die gleiche Verteilung haben. So, dann habe ich also hier Summe und da oben steht das Ereignis, ich habe Summe von p von an konvergiert. So, warum? Ja, das Entscheidende ist eben der zweite Teil des Lemmas von Borel-Cantelli. Die Alternative wäre doch nur, dass sie divergieren würde. Aber wenn die Reihe divergieren würde, zweiter Teil des Lemmas von Borel-Cantelli, dann müsste die Wahrscheinlichkeit vom Limes superior der n gleich 1 sein. Sie ist aber 0. Also kann sie nicht divergieren. Sie muss konvergieren. Jetzt sehen wir uns das an, was das bedeutet, dass diese Reihe konvergiert.
Jetzt verwenden wir eine Darstellungsformel für den Erwartungswert. Das ist jetzt schon eine Weile her, war im ersten Kapitel, Satz 1,39. Und was besagte die? Naja, der Erwartungswert von x1-Betrag, wir müssen jetzt zeigen, dass der existiert. So, wie kann man den erstmal darstellen? Den kann ich so darstellen, ich brauche die Verteilungsfunktion von dem x1-Betrag und x1-Betrag ist immer eine Zufallsvariable, die größer gleich 0 ist und da war die Darstellungsformel die, das ist ein Integral von 0 bis unendlich. Jetzt kommt 1 minus Verteilungsfunktion von x1-Betrag an der Stelle t dt. So, aber 1 minus Verteilungsfunktion ist nichts anderes als die Wahrscheinlichkeit x1-Betrag größer t. Das ist 1 minus Wahrscheinlichkeit, x1-Betrag kleiner gleich t, und das wäre kleiner gleich t ist die Verteilungsfunktion. So, das dt. Sehen wir uns das an. So, ich behaupte, das kann ich so schreiben, als Summe n von 1 bis unendlich. Jetzt zerlege ich den Integrationsbereich von 0 bis unendlich und integriere über das Intervall, Sie sehen dort, halb offen, n minus 1 ist mit drin, n ist nicht mit drin. Das erste Intervall wäre also von 0 mit drin. Und dann aber die 1 nicht. Beim nächsten wäre natürlich die 1 drin, dann geht es bis 2, die 2 nicht und so weiter. Diese Wahrscheinlichkeit. Da steckt ein Satz hinter der Maßtheorie, das ist der Satz der monotonen Konvergenz. Machen Sie sich das klar, dass der dahinter steckt. Denn ich habe hier eigentlich Integral und Summe vertauschen. Ziehen Sie mal das Integral vor. Das Integral über diese Menge, Sie können immer den Indikator rein multiplizieren. Das ist ein Integral über die nicht negativen reellen Zahlen, die haben wir ja links, dann sollten Sie erkennen, dass Sie hier Integral und Summe vertauscht haben. Also jetzt schätzen wir ab nach oben. Sie sehen, ich habe die Summe genommen, n von 1 bis unendlich, und jetzt schauen Sie sich mal den Integrationsbereich an und die Wahrscheinlichkeit. Das t ist größer gleich n minus 1. Das heißt, wenn ich hier weiß, wenn x1-Betrag größer t ist, dann folgt, dass x1-Betrag größer gleich n minus 1 ist. Wenn aus einem Ereignis ein anderes folgt, kann die Wahrscheinlichkeit nur zunehmen. So, das bedeutet, Integrationsbereich hat die Länge 1. Den Integranten kann ich nach oben abschätzen auf der Menge durch die Wahrscheinlichkeit x1-Betrag größer gleich n minus 1. Und dann habe ich das als obere Schranke. Und jetzt sieht man, ich kann n gleich 1 laufen lassen, x1-Betrag größer gleich 0 ist natürlich 1, aber Sie sehen dort bei dem Warum, wir haben nichts anderes als diese Reihe. Da haben wir Konvergenz vorausgesetzt. Und das bedeutet, das war schon der ganze Beweis, wir sehen, der Erwartungswert existiert. Daraus folgt B. Also das ist eine relativ einfache Überlegung mit Hilfe des Borel-Cantelli-Lemmas, von der man vielleicht meint, das sei eben schwierig. Aber wir sehen, wenn überhaupt eine Zufallsvariable existiert, x, derart, dass das arithmetische Mittel fast sicher gegen x konvergiert, haben wir eine notwendige Bedingung, der Erwartungswert muss existieren. Und ich sagte Ihnen, der andere Teil, b nach a, das ist komplizierter. Das ist durchaus komplizierter. Es fehlt uns sozusagen, eigentlich würde man sagen, es fehlt uns ein das erste Moment ist vielleicht zu wenig, dass nur der Erwartungswert existiert. Nein, dann braucht man ein bisschen Technik und dann wird man sehen, es geht. Ja, ich denke, an dieser Stelle machen wir eine Pause und fangen dann um 7:45 wieder an. Ja, machen wir hier an der Stelle weiter. Sie sehen hier ein Beispiel, Borels Satz über normale Zahlen. Ich werde hier einen Spezialfall vorführen. Man kann das also noch deutlich allgemeiner machen. Wir werden dazu dann auch eine Übungsaufgabe formulieren. Wir nehmen als Grundraum das Intervall von 0 bis 1. Sie sehen hier halb offen. Wir haben das schon mal gehabt. Als Sigma-Algebra nehmen wir die borelschen Teilmengen in diesem Intervall. Wir nehmen als Wahrscheinlichkeitsmaß das Borel-Lebesgue-Maß, also die Gleichverteilung auf diesem Intervall. Und dann wissen wir, wir haben das früher schon gehabt, jedes Omega hier hat eine eindeutige, nicht abbrechende dyadische Darstellung. Nehmen wir also die Nachkommastellen folgender Form. Omega gleich, und diese Reihe kennen Sie schon, Summe j von 1 bis unendlich, dj von Omega durch 2 hoch j, wobei diese dj entweder 0 oder 1 sind. Das heißt, ich habe bei der dyadischen Darstellung nur die beiden Ziffern 0 und 1. Und sie bricht nicht ab. Das heißt, es gibt unendlich viele Einsen. Das ist da ganz einfach drin.
Und wir wissen schon, wenn das Omega eine Realisierung der Gleichverteilung ist, dann sind die dj, sind dann stochastisch unabhängig und sind binomial verteilt. So, man nennt erstmal eine Zahl Omega normal, falls gilt. So, das arithmetische Mittel, Sie sehen, der relative Anteil der, ich summiere die Nullen und Einsen auf, aber da ich die Nullen nicht zähle, sind es die Einsen. Der relative Anteil der Einsen, ich habe schon von relativen Anteil spreche, unter den ersten n Dezimal, nicht die, den ersten n Stellen in der dyadischen Entwicklung, und man hat natürlich keine Dezimalentwicklung, sondern dyadische Entwicklung, das ist immer ein Halb. Also der relative Anteil ist ein Halb. Dann heißt so eine Zahl normal. Sowohl Nullen und Einsen gleichen sich insofern aus. Also für die Nullen wäre natürlich dann auch der relative Anteil der Nullen ein Halb. Die Blimes. Und hier, wir wissen, diese sind unabhängige Zufallsvariablen. Direkt als Funktionen auf Omega, erste Nachkommastelle, ist mit Wahrscheinlichkeit ein Halb, 0 oder 1, die zweite auch, die dritte auch. Und ich habe noch stochastische Unabhängigkeit, hatten wir auf dem Übungsblatt. Und Sie haben eine Binomialverteilung, Treffer-Nite, mit Wahrscheinlichkeit ein Halb jeweils. Das heißt, ich habe die Situation, nur anstelle der XJ stehen jetzt DJs. Eine UIV-Folge. Der Erwartungswert ist ein Halb. Der Erwartungswert der Binomialverteilung. N mal P. N ist 1, P ist ein Halb. So, nach dem starken Gesetz der großen Zahlen, der Erwartungswert ist ein Halb, folgt aus dem starken Gesetz der großen Zahlen die Wahrscheinlichkeit für die Menge aller Omega, also in dem Einheitsintervall Zahlen, derart, dass da das arithmetische Mittel gegen ein Halb konvergiert. Diese Zahl ist 1, ist die Wahrscheinlichkeit ist 1. Das bedeutet, P fast sicher, also fast sicher, ist jede Zahl in diesem Sinne normal. Und das wäre eine direkte Anwendung des starken Gesetzes der großen Zahlen. Das wäre die Botschaft. Fast jede Zahl. Fast jede im Sinne des Lebesgue-Maßes auf dem Einheitsintervall. Man kann sich jetzt fragen, wie ist das bei der Dezimalentwicklung? Ich könnte mich auch fragen, was ist denn, wenn ich Ziffernblöcke betrachte? Dezimalentwicklung, da haben wir so einen Block 70048, so ein Fünferblock. Wie oft kommt denn der vor, wenn ich so die ersten N-Ziffern durchgehe? Dazu formulieren wir mal eine Übungsaufgabe. Anwendung des starken Gesetzes der großen Zahl. So, um jetzt weiterzukommen von der Technik her, dass wir später auch B nach A beweisen können, im starken Gesetz der großen Zahlen, benötigen wir eine Ungleichung, die auf Kolmogorov zurückgeht. Sie heißt Maximalungleichung. Und warum sie so heißt, werden wir jetzt sehen. Wir haben unabhängige Zufallsvariable. Wir setzen hier nicht voraus, dass sie identisch verteilt sind, nur stochastische Unabhängigkeit. Wir setzen aber hier voraus, erstmal sind sie alle auf einem Wahrscheinlichkeitsraum definiert, das ist klar, und wir setzen voraus, sie haben zweite Momente. Also hier ist eine, durchaus eine Verschärfung der Momentenbedingung, ist mehr als erwartungswert, aber sie brauchen nicht mehr identisch verteilt zu sein. Okay, J von 1 bis N. Jetzt definiere ich SK, sei wieder die Summe, und jetzt sehen Sie, ich habe zentriert. Ich habe von XJ den Erwartungswert, der existiert, subtrahiert, der existiert, weil das zweite Moment existiert. Jetzt sehen Sie, summiere ich Zufallsvariablen auf, die den Erwartungswert 0 haben. XJ minus E von XJ hat den Erwartungswert 0. Das kann ich machen für jedes K von 1 bis N. Dann gilt für jedes positive Epsilon folgende Ungleichung. Und Sie sehen, die Wahrscheinlichkeit, dass das Maximum über alle K von 1 bis N des Betrages der SK größer gleich Epsilon ist, deshalb heißt das Maximalungleichung. Maximum der Beträge. Größer gleich Epsilon ist kleiner oder gleich 1 durch Epsilon Quadrat mal die Varianz von Sn. Das Überraschende an dieser Ungleichung ist, wenn Sie die S1, S2 und so weiter Sn als stochastische Folge begreifen,
Sie können das vielleicht die Realisierung auftragen im Koordinatensystem. Die Zeit läuft von 1, 2, 3 und so weiter diskret. Dann können Sie die SK-Betrag aufzeichnen, dann bekommen Sie so einen Polygonzug. Der schwankt irgendwie. Alles ist stochastisch. Das Entscheidende ist, die maximale betragsmäßige Schwankung, wenn Sie so wollen, das ist der maximale betragsmäßige Abstand von der X-Achse, vom Nullniveau, größer gleich Epsilon, da haben Sie eine obere Schranke, allein durch die Fluktuation, die Varianz des letzten Summanden, Sn. Das, was zum letzten Zeitpunkt passiert, wenn Sie das als Zeit deuten, 1 bis n. Das ist also durchaus überraschend. Ich bekomme hier die Fluktuation, sozusagen das Maximum der SK-Betrag in den Griff. Nehmen Sie mal n gleich 1. Was passiert denn bei n gleich 1? Da haben Sie einen Summanden, haben Sie x1 minus e von x1, haben Sie kein Maximum mehr. Dann steht da die Wahrscheinlichkeit, x1 minus e von x1, Betrag größer gleich Epsilon, kleiner oder gleich 1 durch Epsilon Quadrat mal Varianz von x1 minus e von x1. Aber die Varianz ist unbeeinflusst gegenüber Verschiebung, das ist die Varianz von x1. Sie haben die Chebyshev-Ungleichung. So, das bedeutet, diese Maximalungleichung ist eine erhebliche Verschärfung der Chebyshev-Ungleichung. Ist das klar geworden? Für n gleich 1 haben Sie die Ungleichung, die wir schon kennen aus der Einführungsvorlesung. So, sehen wir uns mal den Beweis an. Erste Überlegung ist, ohne Beschränkung der Allgemeinheit können wir annehmen, dass die Zufallsvariablen schon den Erwartungswert 0 haben. Die Frage, warum, lässt sich schnell beantworten. Nämlich, SK ist eine Summe von Zufallsvariablen, die den Erwartungswert 0 haben. Das heißt, wir subtrahieren ja gerade den Erwartungswert. Und die Varianz ist nicht beeinflusst von Verschiebungen. So, aus dem Grunde können wir von vornherein annehmen, die Erwartungswerte sind alle Null. Wenn man sich das klar gemacht hat, kommt jetzt kommt der entscheidende Trick. Ich definiere ein Ereignis AK wie folgt. Es sei das Ereignis, SK-Betrag soll größer gleich Epsilon sein, aber S1-Betrag kleiner Epsilon, S2-Betrag kleiner Epsilon und so weiter bis SK-1-Betrag kleiner Epsilon. Das kann ich machen für jedes K von 1 bis N. Für K gleich 1 würde natürlich nur stehen S1-Betrag größer gleich Epsilon, da fällt der Rest weg, weil es keine Indizes mehr gibt davor. So, ich kann das Ereignis so beschreiben, SK-Betrag größer gleich Epsilon tritt erstmals zum Zeitpunkt K ein. Also ich deute das wirklich als diskrete Zeitpunkte von 1 bis N. Und Sie sehen, SK-Betrag größer gleich Epsilon, aber bei den anderen davor nicht. Ich kann es so interpretieren. Man sieht sofort, diese Ereignisse sind paarweise disjunkt. Aufgrund der Definition, erstmalig. Zum Zeitpunkt K habe ich SK-Betrag größer gleich Epsilon. Also ich habe paarweise disjunkte Ereignisse. Das ist die erste Überlegung. So, was habe ich noch? Nun, die Vereinigung der Ereignisse, ich darf Summe schreiben, weil die paarweise disjunkt sind, ist auf jeden Fall eine Teilmenge von Omega. Jetzt habe ich schon geschrieben, folgt. Wir werden sehen, ob da was folgt. Nun, was soll folgen? Und die Varianz von Sn, da oben steht sie, drin auf der rechten Seite. Also um die Ungleichung zu beweisen, müsste ich versuchen, die Varianz nach unten abzuschätzen. Ne, bringen Sie gedanklich das Epsilon-Quadrat rüber. Ich müsste zeigen, Varianz von Sn ist größer gleich Epsilon-Quadrat mal diese Wahrscheinlichkeit, die da steht. Also sehen wir uns die Varianz von Sn an. Und die Varianz von Sn ist der Erwartungswert von Sn-Quadrat. Und zwar, weil der Erwartungswert von Sn 0 ist. Hier geht eben die Annahme rein, dass wir gesagt haben, OBDA 0. Der Erwartungswert von Sn ist 0. Auch nach Konstruktion. Also haben wir E von Sn Quadrat. Nun, ich könnte jetzt ran multiplizieren und dann nach unten abschätzen. Sn Quadrat könnte ich noch ran multiplizieren mit diesem Indikator der Vereinigung der AJ, die da paarweise disjunkt sind. Aber das ist Summe der Indikatoren.
Ich weiß, Indikator A plus B ist Indikator A plus Indikator B, wenn die Ereignisse disjunkt sind. Also kann ich nach unten abschätzen und ich ziehe schon gleich die Summe raus. Summe K von 1 bis N. Und jetzt steht da Erwartungswert von Sn Quadrat mal Indikator AK. Denken Sie sich im Schritt davor den Erwartungswert nach vorne, die Summe rein und Summe Indikator AK ist Teilmenge von Omega. Ist kleiner gleich 1, weil die Summe der Indikatoren der AK, weil die Vereinigung eine Teilmenge von Omega ist. Also habe ich das. Okay, was nützt mir das? Nun, ich mache mal weiter. Summe K von 1 bis N. Und was ich jetzt mache, ist Folgendes. Sie sehen, ich schreibe nicht Sn, sondern ich schreibe Sk. Ich mache das jetzt so, ich muss das rückgängig machen. Ich schreibe plus Sn minus Sk. Jetzt habe ich das Sk wieder erwischt zum Quadrat. Das ist das gleiche wie Sn Quadrat. Sk plus Sn minus Sk. Das Ganze dann in Klammern zum Quadrat. Da hebt sich das Sk weg. Mal Indikator Ak. Okay. So, der nächste Schritt ist der, ich verwende für dieses Quadrat, da steht ja a plus b in Klammern zum Quadrat, verwende ich die binomische Formel. A Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. Ich schätze aber gleich nach unten ab, größer gleich. Nehmen wir mal das erste. Das wäre Summe k von 1 bis n. Und jetzt habe ich den Erwartungswert von sk Quadrat mal Indikator plus 2 mal sk mal sn minus sk. Schreibe jetzt mal Indikator, was habe ich weggelassen? Ich habe von der binomischen Formel was weggelassen, nämlich Sn minus Sk zum Quadrat mal Indikator. Aber das ist größer gleich 0. Der Erwartungswert von etwas, was größer gleich 0 ist, ist größer gleich 0. Ich habe nach unten abgeschätzt. Ich habe den dritten Term weggelassen in der binomischen Formel. Jetzt sehen wir uns an, was wir hier erreicht haben. Nun, das ist Summe k von 1 bis n, dann haben wir erstmal Erwartungswert sk Quadrat mal diesen Indikator und dann kann ich den Faktor 2 rausziehen plus 2 mal Summe k von 1 bis n und dann haben wir den Erwartungswert von sk mal sn minus sk mal Indikator ak. Haben wir jetzt eine untere Schranke erreicht. Wir werden also sehen, dass der zweite Term, der da steht, 0 ist. Das wird also noch erheblich verallgemeinert, vereinfacht und dann sind wir gleich fertig. So, sehen wir uns das an. Ich habe das als Memo nochmal aufgeschrieben. Unabhängige Zufallsvariablen, zweite Momente existieren und Erwartungswert haben wir gesehen, OBDA gleich 0. Zu zeigen, das müssen wir zeigen, diese Wahrscheinlichkeit, dass das Maximum der SK-Betrag über K von 1 bis N größer gleich Epsilon ist, höchstens Varianz durch Epsilon Quadrat. Und was haben wir schon gezeigt? Erstmal haben wir definiert Ereignisse AK. In dieser Weise, erstmalig zum Zeitpunkt K ist SK-Betrag größer gleich Epsilon und die Vereinigung dieser AKs ist eine Teilmenge von Omega. Und bislang haben wir gezeigt, und das schreibe ich jetzt nochmal hin, diese Varianz ist größer oder gleich dieser Summe plus dieser Summe. Das ist also das Ergebnis bisher. Also Memo, ich habe nochmal zusammengefasst, was wir bislang haben. Aber wir sind jetzt auch im Wesentlichen fertig. Schauen Sie sich das erste an. Das kann ich nach unten abschätzen. Nämlich, dort ist ein Erwartungswert, integriert wird nur über die Menge AK. Sie sehen aber, auf der Menge AK ist SK-Betrag größer gleich Epsilon. Nach Definition von AK. Das bedeutet, da steht SK-Quadrat. Auf dieser Menge ist SK-Quadrat größer gleich Epsilon-Quadrat. Ich kann also nach unten abschätzen, Epsilon-Quadrat, und dann muss ich nur noch integrieren über den Indikator AK. Das ist aber die Wahrscheinlichkeit von AK, ist der Erwartungswert. Also ist das erste größer gleich Epsilon-Quadrat mal die Wahrscheinlichkeit von AK. So, was ist bei diesem zweiten Summand da hinten? Beachte, sehen wir uns den mal an. Nun, was ist Sn minus Sk? Nun, das n ist die Summe der xj von 1 bis n. Sk ist die Summe der xj von 1 bis k. Wenn ich die voneinander abziehe, bleibt über die Summe der xj von k plus 1 bis n. Also das ist nur eine Funktion von xk plus 1 bis xn. Im Skriptum habe ich es ein bisschen anders formuliert. Wir werden später sehen, dass diese Formulierung auf das Gleiche rauskommt. Also das ist nichts anderes als eine Funktion von xk plus 1 bis xn, einfach die Summe. Ich könnte die Funktion sogar hinschreiben. Ich brauche das f, aber nicht konkret. Das scheint es nur Funktion von xk plus 1 bis xn. Was ist denn das andere? Was ist denn sk mal Indikator ak? Nun, was steckt in dem sk drin? Sk ist die Summe der xj von 1 bis k. Und in dem
Indikator AK, da stehen nur drin, schauen sich die Definition an, da steht nur drin SK, das beinhaltet die XJ von 1 bis K, S1 beinhaltet nur X1, S2 beinhaltet nur X1 und X2, XK-1 nur X1 bis XK-1. Das bedeutet, dieses Produkt ist nur eine Funktion der anderen X, das irgendein, den ich jetzt mal G, von X1 bis XK. Das Entscheidende ist, alle X waren unabhängig. Jetzt haben wir ein Blockungslemma und das Blockungslemma besagt, wenn ich die aufspalte in X1 bis XK und den Rest und schalte eine Funktion F auf den Rest und eine Funktion G auf den Anfang X1 bis XK, dann sind die stochastisch unabhängig. So, das bedeutet, Sn minus Sk und Sk mal Indikator Ak sind stochastisch unabhängig. Jetzt steht da oben, ich brauche den Erwartungswert des Produktes, Sn minus Sk mal. Und da haben wir gesehen, wenn wir die unabhängig sind, ist der Erwartungswert des Produktes Produkt der Erwartungswerte. Das war die wichtige Multiplikationsregel für Erwartungswerte. Also, ne, das heißt mal das Blockungslemma, dieser Erwartungswert ist nichts anderes als der Erwartungswert von Sn minus Sk mal Erwartungswert Sk mal Indikator Ak. So, und der erste Erwartungswert, der ist 0. Der Erwartungswert von Sn ist 0. Die einzelnen Summanden haben den Erwartungswert 0. Wir haben zentriert und Sk auch. Das heißt, hier kommt 0 raus. So, das bedeutet, der Rattenschwanz dort mit dem Faktor 2 fällt komplett weg. Und wir erhalten die Varianz von Sn. Jetzt sehen Sie noch diese Abschätzung mit dem Epsilon-Quadrat, größer oder gleich. Epsilon-Quadrat mal Summe der P von Ak. Die Ak sind disjunkte Ereignisse, also paarweise disjunkt. Und die Summe der Wahrscheinlichkeiten ist natürlich die Wahrscheinlichkeit der Vereinigung der AK. Aber jetzt schauen Sie sich mal das Ereignis AK an. Und wenn Sie die alle vereinigen, dann ist das nichts anderes als unser Ereignis, dass das Maximum der SK-Betrag größer gleich Epsilon ist. Denn Sie zerlegen das Ereignis danach, bei welchem Zeitpunkt erstmalig SK-Betrag größer gleich Epsilon ist. So, das bedeutet, diese Wahrscheinlichkeit ist nichts anderes als die Wahrscheinlichkeit Maximum SK-Betrag größer gleich Epsilon. Und das wollten wir zeigen. Bringen wir wieder Epsilon-Quadrat auf die andere Seite, dann haben wir genau die Ungleichung. Na, also hier haben wir wirklich eine wichtige Ungleichung von Kolmogorov bewiesen. Die werden wir später dann auch nochmal anwenden, Maximalungleichung. Wichtige Botschaft war, machen Sie sich klar, ist eine Verschärfung der Chebyshev-Ungleichung. Machen Sie sich auch die Bedeutung klar, dass wir über eine stochastische Folge, Sie können das einen diskreten stochastischen Prozess ansehen, über Zeitpunkte von 1 bis n, ne, und Sie haben sozusagen dessen maximale Fluktuation im Sinne von die Beträge alle im Griff, im Sinne von eine Ungleichung über die Wahrscheinlichkeit, dass das Maximum dieser Beträge größer gleich Epsilon ist, nur aufgrund der Varianz des letzten Summanden, ganz am Ende, Zeit n. Diese Varianz liefert Ihnen natürlich dann noch mit 1 durch Epsilon Quadrat eine obere Schranke. Hier geht natürlich die Unabhängigkeit gegen entscheidend ein. Okay, um jetzt weiterzumachen, benötigen wir zwei Lemmata. Das sind reine analytische Lemmata. Die werden Sie aber garantiert nicht in der Analysis 1 gehabt haben. Das eine ist das Lemma von Chisao. Das besagt Folgendes. Sie haben folgende reeller Zahlen. An nennen wir die eine, Bn nennen wir die andere. Sie wissen, die eine Folge konvergiert, Bn konvergiert gegen B. Und bei der anderen Folge wissen Sie, diese Folgen wieder sind alle strikt positiv, An größer gleich größer 0. Und Sie wissen auch noch, An, es ist immer An kleiner gleich An plus 1 für jedes N. Und der Limes der N ist unendlich. Das meine ich mit An, Pfeil nach oben, unendlich. Konvergiert von unten, monoton, gegen unendlich oder divergiert. Das ist also die Voraussetzung. So, dann gilt, jetzt setzen wir A0 und B0 noch als 0 an. Dann gilt Folgendes, Limes 1 durch An, jetzt sehen Sie Summe J von 1 bis N, AJ minus 1 in Klammern mal BJ minus 1 ist auch B. So, das bedeutet, diese Folge hat dann den gleichen Grenzwert wie die Folge Bn. So, ich kann jetzt in den Gesichtern nicht erkennen, dass das bekannt wäre,
Also sehen wir uns das mal kurz an. Das ist aber gar nicht schwer zu beweisen. Beweis, erstmal nutzen wir aus, dass Bn gegen B konvergiert. Was bedeutet das? Zu jedem positiven Epsilon, lassen wir dann fest, später lassen wir Epsilon gegen 0 gehen von oben, gibt es einen K, einen Index K, der hängt von Epsilon ab, mit folgender Eigenschaft, B minus Epsilon, kleiner oder gleich Bj, kleiner gleich B plus Epsilon, für jedes genügend große J, sagen wir J größer gleich K. Ich nenne diese Ungleichung mal die Ungleichung hier 4,1. Das heißt einfach nur Konvergenz von Bn gegen B. Gut. Jetzt sehen wir uns an, ich definiere mal als Cn das Wort, was dort oben hinter dem Limit steht. Also 1 durch n mal Summe j von 1 bis n aj minus aj minus 1 in Klammern mal bj minus 1. Also ich muss zeigen, Cn soll auch gegen B konvergieren. Das ist das, was gefordert wird. Nun sehen wir es mal an. Ich wähle mal n größer als k, erstmal k und n fest und mache folgendes, ich spalte das Ganze hier auf. Ich schreibe erstmal Cn gleich, 1 durch an. Und jetzt diese Summe, die da von 1 bis n geht, lasse ich erstmal nur von 1 bis k laufen. Schreibe das hin. Und dann kommt der Rest. Das heißt, ich habe hier 1 durch an. Und jetzt kommt die Summe j von k plus 1 bis n. aj minus 1 mal bj minus 1. Und k ist fest. Jetzt passiert Folgendes. Sehen wir uns drei Terme an. Hier links und da. So, das erste. K ist fest, das ist wichtig. Jetzt lassen wir n gegen unendlich gehen. Das Entscheidende ist, wir haben hier eine endliche Summe, Summe j von 1 bis k, aber wir haben den Vorfaktor 1 durch an. Oben ist die Voraussetzung, an divergiert die Folge. Also, da steht 1 durch an, das konvergiert gegen 0 für n gegen unendlich. Was steht auf der rechten Seite? Stellen Sie sich vor, Sie hätten das bj minus 1 nicht oder es wäre eine Konstante. Betrachten Sie nur mal diese erste Summe, dann ist das eine Teleskopsumme, aj minus 1. Wenn Sie die aufsummieren von j von k plus 1 bis n, dann bleibt über an minus ak. Nur diese Summe. So, das Entscheidende ist aber, dass bj minus 1, jetzt sehen Sie, j läuft von k plus 1 bis n, j minus 1 ist größer gleich k. Und schauen Sie in die Ungleichung 4,1. 4,1 besagt, naja, wenn j größer gleich k ist, ist das bj immer abschätzbar nach oben durch b plus epsilon. Also haben wir, das ist kleiner gleich b plus epsilon. Jetzt schätzen wir nach oben ab. Wir sehen, bei der Summe können wir immer das bj durch b plus epsilon abschätzen. Also ist die Summe wirklich nur noch an minus ak. So, jetzt mal n gegen unendlich. Was bedeutet das? Limes superior cn. Und Cn war hier dazu aufgespalten. Der erste Summand geht gegen 0. Also Limes superior Cn ist kleiner oder gleich, wir schätzen mal nach oben ab, b plus Epsilon. Warum? Nun, b plus Epsilon ist hinten die obere Schranke. Was macht denn An minus Ak dividiert durch An? Nun, An durch An ist 1. Minus Ak, K ist fest, durch An geht gegen 0. Weil An gegen unendlich geht. So, das bedeutet, An minus Ak durch An geht gegen 1. Also habe ich hier wirklich der Limes superior, der von Cn ist höchstens b plus Epsilon und das Epsilon war beliebig positiv. Damit ist der Limes superior der Cn kleiner gleich b. Wir haben jetzt in 4,1 nur diese obere Schranke ausgenutzt, die da steht. Man sieht unschwer, wenn ich die untere Schranke ausnutzen würde, erhalte ich völlig analog, dass der Limes inferior der Cn größer gleich b ist. Ich kann mit dem gleichen Gleichheitszeichen starten, da habe ich nur die letzte Summe abgeschätzt nach unten. Da steht b minus Epsilon. Ja, und damit ist natürlich der Limes der Cn gleich b und das war zu zeigen. Also sehr einfaches Lemma eigentlich aus der Analysis, hätte dort eine Übungsaufgabe sein können, aber war mit ziemlicher Sicherheit keine Übungsaufgabe. So, sehen wir uns ein zweites Lemma an. Das ist das Lemma von Kronecker. Was besagt das Lemma von Kronecker? Ich habe wieder reelle Folgen, ich nenne sie mal xn und an. Jetzt weiß ich wieder, an ist strikt positiv und an, wie eben, konvergiert in diesem Sinne monoton gegen unendlich. An kleiner gleich an plus 1 für jedes n und Limes an ist unendlich. Dann gilt, wenn diese Reihe konvergiert, Sie sehen Summe xj durch aj, wenn die konvergent ist, dann wird behauptet, dass der Limes 1 durch an mal Summe der xj, j von 1 bis n, 0 ist. Auch rein analytisch, wir werden dieses zurückführen auf das Lemma von Cesaro, was wir eben hatten. So, wie folgt. Beweis.
Nun, ich definiere mal Bn als Summe dieser xj durch aj, j von 1 bis n. Schauen Sie in die Voraussetzung. Da steht nichts anderes, die Reihe konvergiert, heißt die Folge Bn konvergiert. Das ist meine Voraussetzung. B0 setze ich mal 0. Die Voraussetzung besagt, naja, es existiert ein B der Art, dass Bn gegen B konvergiert. Steht dann nur, die Reihe konvergiert. Das ist meine Voraussetzung. Das ist schon so formuliert, das war eine der Voraussetzungen im Lemma von Cesaro. Bn konvergiert gegen B. Und ich habe eine positive Folge An, die monoton gegen unendlich geht. Das waren da die Voraussetzungen. Jetzt sehen wir uns an, was ist denn Bn minus Bn minus 1? Und Sie sehen, Bn ist so eine Summe j von 1 bis n, der xj durch aj Bn minus 1, die gleiche Summe, da geht j nur von 1 bis n minus 1. Was überbleibt bei der Subtraktion ist xn durch an. So, was ich mache, ich löse diese Gleichung nach xn auf, aber ich schreibe nicht n, ich schreibe jetzt j, ich ändere den Index. Also das bedeutet, xj ist gleich, wir sehen, ich muss das an, da steht jetzt auch für n wieder j, rüberbringen. Das heißt, xj ist nichts anderes als aj mal bj minus 1. Das ist das xj. Okay, was kann ich weiterschließen? Nun, ich betrachte mal die Summe der xj. Denn die Summe der xj tritt ja dort auf der rechten Seite auf, da steht das so, folgt. Linie ist 1 durch an mal Summe der xj. Also die Summe der xj muss ich irgendwie jetzt in den Griff bekommen. Nun, was ist das? Die Summe der xj ist die Summe, ich habe nur für xj eingesetzt, aj mal, Klammer auf, bj minus 1. Und jetzt kommt eine kleine Darstellung. Ich behaupte, das ist erstmal an mal bn. Wenn Sie sehen, an mal bn, und das sehen Sie natürlich, vorne steht aj mal bj, und wenn Sie j gleich n setzen, dann haben Sie an mal bn. Das steckt da drin. Aber ich behaupte, da wird auch noch was abgezogen, minus aj minus 1, bj minus 1. So können wir das irgendwie wiederentdecken. Und das Entscheidende ist, wenn Sie sich ansehen, auf der rechten Seite steht an mal bn, links steht aber die gesamte Summe aj mal bj, j von 1 bis n. Ich müsste also die andere Summe auch entdecken auf der rechten Seite. Und auf der rechten Seite haben Sie hier ein Minuszeichen, haben Sie noch ein Minuszeichen, und dann haben Sie aj minus 1 mal bj minus 1. Minus, mal Minus ist Plus. Und Sie sehen, wenn Sie j von 1 bis n summieren, dann haben Sie genau das, was links fehlt, nämlich die Summe j von 1 minus n, von 1 bis n minus 1 der aj mal bj. Die haben Sie auch. Was haben wir denn links noch? Links haben wir stehen aj mal bj minus 1 mit dem Minuszeichen. Finden wir das auch rechts? Naja, gut, Sie sehen, dieses erste Minuszeichen, das haben wir hier, das haben wir da. Und dann haben Sie natürlich hier das aj mal b minus 1, haben Sie hier das aj, und da haben Sie auch das bj minus 1. Das heißt, Sie finden wirklich alles wieder auf der rechten Seite. Also das ist identisch hier. Okay, so sehen wir uns an. Nochmal das Memo. Jetzt kommt das Memo vom Lemma von Cesaro. Also da war die Voraussetzung bn, wenn bn gegen b konvergiert und eine positive Folge an ist, die monoton gegen unendlich konvergiert, dann haben wir, können wir schließen, dass 1 durch n mal Summe j von 1 bis n aj minus 1 mal bj minus 1 auch gegen b konvergiert. Jetzt schauen Sie sich an, was wir hier da oben stehen haben, die Zeile drüber. Summe xj. Da oben müssen wir Summe xj bilden und durch an teilen. Das muss gegen 0 gehen. Teilen wir doch mal die Summe der xj durch an. Und wenn wir das durch an teilen, da steht Summe xj, die schauen sich die rechte Seite an, an mal bn minus was. Und wenn wir durch an teilen, dann steht auf der rechten Seite erstmal bn, okay. Und wir wissen, bn konvergiert gegen b. Das war die Voraussetzung hier. Und dann minus, und dann haben wir 1 durch an mal diese Summe. Aber nach diesem Memo unten konvergiert gerade 1 durch an mal diese Summe auch gegen b. Also haben wir b minus b, und das ist 0. Und da oben sollte das auch rauskommen. So, das bedeutet, wir machen einfach nur Folgendes. Wir teilen durch an und wenden an, was wir eben haben, das Lemma von Cesaro, und erhalten hiermit sofort die Behauptung und sind dann fertig. Also Lemma von Kronecker. Also zwei rein analytische Lemmata. Aber die werden wir gleich sehr gut gebrauchen können, wenn wir das starke Gesetz der großen Zahlen beweisen. Okay. Ich möchte Ihnen hier noch ein Kriterium vorstellen von Kolmogorov. Wir können den
Beweis beginnen. Das Kriterium besagt, ein wichtiges Kriterium, ich habe eine Folge unabhängiger Zufallsvariablen. Wenn Sie das sehen, kommt jetzt nichts weiter, heißt das immer, die müssen nicht notwendig identisch verteilt sein, nur Unabhängigkeit. So, was haben wir noch? Ich fordere aber, dass zweite Momente existieren. E von xn Quadrat soll endlich sein, für jedes n größer gleich 1. Damit existieren auch die Varianzen. Jetzt setze ich Folgendes voraus, gilt, oder es kommt erstmal die Voraussetzung, gilt für eine Folge an positiver reeller Zahlen, die dann wieder gegen unendlich konvergiert, monoton, folgende Aussage, Summe der Varianzen der xn dividiert durch an Quadrat, diese Reihe konvergiert. So mit anderen Worten, die Varianzen gehen hinreichend schnell gegen Null in Bezug auf die Folge an, die dort quadratisch eingeht im Nenner. Wichtiger Spezialfall ist an gleich n. Das ist aber nur ein Spezialfall. Konvergenz. So folgt, Sie sehen 1 durch an und jetzt kommt die Partialsumme, und zwar zentriert, Summe j von 1 bis n, xj minus Erwartungswert von xj. Das konvergiert gegen 0 mit Wahrscheinlichkeit 1. Sie sehen, Sie haben ein hinreichendes Kriterium für diese fast sichere Konvergenz. Nochmal, der wichtigste Spezialfall wäre an gleich n. Aber wir haben hier ein allgemeineres Resultat, was sozusagen in gewissen Fällen auch sieht, es sind andere Konvergenzgeschwindigkeiten. Es muss nicht immer was mit 1 durch n sein. Aber wenn wir an unser Gesetz großer Zahlen denken, dann will man natürlich sofort sagen, okay, das ist jetzt eine schöne hinreichende Bedingung, wenn die Varianzen dann hinreichend schnell gegen 0 gehen, aber ich habe ja im Gesetz großer Zahlen von Kolmogorov noch keine Varianz. Ich muss also irgendwie sehen, wie kann ich das überhaupt anwenden. Also das ist erstmal das Resultat. Die zentrierten Partialsummen dividiert durch an konvergieren fast sicher gegen 0. Schauen wir uns mal den Anfang des Beweises an. Das schaffen wir noch. Ich könnte auch hier sofort sagen, ich kann OBDA voraussetzen, Erwartungswerte sind 0. Das habe ich jetzt hier in der Notation gar nicht angedeutet. Ich führe mal Zufallsvariablen ein yj, die seien nichts anderes als diese zentrierten xj, xj minus Erwartungswert von xj dividiert durch aj. So, diese Zufallsvariable. Das mache ich mal von j von 1 bis n. Sie sollten erkennen, das yj ist nur eine Funktion von xj. Auch die yj sind stochastisch unabhängig. Ich habe unabhängige Zufallsvariable. Jetzt mache ich Folgendes. Ich betrachte auch die Summen jetzt dieser yj und ich möchte gern die Maximalungleichung von Kolmogorov anwenden. Das ist jetzt das Ziel. So, die wende ich jetzt an und das ist der Trick. Ich setze noch S0 gleich 0. Ich nehme zwei Zahlen m und k her, m größer k, und die nehme ich erstmal fest, die wähle ich fest. Und jetzt wende ich die Maximalungleichung von Kolmogorov an auf folgende folgende Zufallsvariablen, auf yk plus 1 bis ym wende ich die an. Das heißt, ich beginne bei der Zeit bei k plus 1. Aber die Maximalungleichung besagte ja nur, ich muss irgendwelche unabhängigen Zufallsvariablen haben und dann brauche ich Maxima von Beträgen von solchen Partialsummen. Was liefert die Ungleichung? Die liefert die Wahrscheinlichkeit. Jetzt sehen Sie, Maximum, das läuft jetzt über n, und zwar n von k bis m. Da steht jetzt nicht von 1 bis irgendwo hin, sondern nur von k bis m. Das ist der einzige Unterschied. Jetzt sehen Sie hier aber auch, ich habe schon sk abgezogen. Das bedeutet, für n gleich k steht da sk minus sk, das ist 0. Und das nächste wäre wirklich sk plus 1 minus sk. Da habe ich nur einen einzigen Summanden drin, yk plus 1. Das nächste wäre sk plus 2 minus sk. Da habe ich y1 plus y2 drin. Entschuldigung, yk plus 1 und yk plus 2. Das heißt, diese Abschätzung liefert, na, was war die obere Schranke, 1 durch Epsilon Quadrat. Und jetzt habe ich die Varianz, und zwar muss ich jetzt den letzten Zeitpunkt betrachten, der ist hier m. Das heißt, ich habe die Varianz von Sm minus Sk. Das ist die obere Schranke.
habe einfach die Ungleichung angewandt auf yk plus 1 bis ym. Ich habe hier eine obere Schranke und die kann ich direkt ausrechnen. Da stecken drin yk plus 1 bis ym und die Varianz ist additiv, weil die unabhängig sind. Also ist das nichts anderes als Summe der Varianzen der yn, n von k plus 1 bis m. Jetzt im zweiten Schritt lasse ich m gegen unendlich gehen. Dann habe ich hier eine aufsteigende Ereignisfolge. Da muss ich Maximum durch Supremum ersetzen auf der linken Seite. Das heißt, ich habe die Wahrscheinlichkeit Supremum, dann ist nur noch ein n über n wird das gebildet, n größer gleich k, Sn minus Sk Betrag größer gleich Epsilon. Und auf der rechten Seite muss ich auch m gegen unendlich gehen lassen. Das heißt, ich habe das. Da ist das m. Dann durch unendlich ersetzt worden. Jetzt sehen Sie sich noch an, die Summe der Varianzen der yn bei den yn sehen Sie natürlich immer, yj ist definiert, da steht das aj im Nenner. Das heißt, da haben Sie genau das aj². Jetzt schauen Sie sich die Reihenbedingung an, Konvergenz. Diese Reihe konvergiert. Und für k gegen unendlich muss dann dieses n-Stück der konvergenten Reihe gegen 0 gehen. Das heißt, Sie erhalten, das ist die Voraussetzung, die Summe der Varianzen ist endlich, nach Definition dieser von yn, das ist xn minus e von xn durch an. Da kommt an² in den Nenner. Und aus dem Grunde kann ich schließen, die Wahrscheinlichkeit, dass das Supremum hier konvergiert stochastisch gegen 0 für k gegen unendlich. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass hier das Supremum größer gleich epsilon ist, für k gegen unendlich konvergiert die rechte Seite gegen 0 und das ist stochastische Konvergenz gegen 0. Das Entscheidende ist, das war eine Zufallsvariable, die heißt hier eben nur Supremum n größer gleich k. In Abhängigkeit von k habe ich stochastische Konvergenz gegen 0. Also das ist hier der erste Ausgangspunkt, dass ich das habe. Ich möchte jetzt aber im Grunde noch auf mehr schließen, muss noch ein bisschen überlegen und werde dann wirklich rausbekommen. Ich komme auf eine Cauchy-Folgeneigenschaft, aber das machen wir heute nicht mehr. Ich werde das dann auch sinnvoll zusammenfassen beim nächsten Mal und dann machen wir dann in der nächsten Woche den Beweis weiter. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, schließe dann die heutige Stunde. Soweit ich jetzt weiß, ist am Mittwoch Übung. Am nächsten Montag dürfen wir alle feiern und am nächsten Mittwoch ist dann wieder Vorlesung. Das heißt, wir sehen uns erst heute in 9 Tagen. Da kann man viel vergessen, das ist alles erlaubt. Ich versuche dann eben möglichst kompakt uns wieder auf den Stand zu bringen, dass wir an dieser Stelle dann weitermachen können. Dankeschön.